kann dir persönlich Qigong eigentlich helfen? Bist du an dem Punkt, wo du dich fragst, mit meinen Schwierigkeiten gesundheitlicher Art oder psychischer Art oder wo auch immer deine Blockaden oder deine gesundheitlichen Probleme sind, da wirst du die Frage haben, ist das überhaupt sinnvoll, wenn ich mit Qigong anfange? Oder kann ich mir das von vornherein sparen? Darum geht es heute hier in diesem Video, der Realitätscheck. Wirkt Qigong und wirkt es vor allem bei dir, nicht bei anderen? Wirkt es bei dir? Das finden wir heute raus oder nähern uns dem Ganzen an. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Corno. Ich bin Qigong-Lehrer seit über 20 Jahren in Deutschland und freue mich, dir heute ein bisschen auf die Sprünge helfen zu können mit meinem Wissen. Also, los geht es. Wir machen uns ran an Speck. Das heißt, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal. Wir haben also Qigong auf dem Tisch und wollen gucken, ist das was? Wirkt das bei mir? Und genau da, als Qigong-Lehrer würde ich natürlich am liebsten sagen, ja, ich muss ja Werbung machen und sage, ja, mit Qigong geht alles. Mit Qigong kannst du mit den 5 Übungen, die sind ja auch theoretisch, um das mal klarzustellen, die 5 Übungen des Wudang-Qigong, die ich als Kern meiner Qigong-Lehre anwende und lehre, die sind tatsächlich für alle Krankheiten da. Genetisch bedingte Krankheiten lassen sich dadurch vielleicht abmildern oder auch beeinflussen, aber nicht auflösen. Aber theoretisch sind die 5 Übungen adaptive Übungen, das heißt nicht speziell für einige wenige Krankheiten oder Krankheitsmuster, sondern wirklich dafür da, deinen ganzen Organismus ins Gleichgewicht und das heißt hin zur Gesundheit zu bringen, auch auf psychischer und emotionaler Ebene. Das ist erstmal die Theorie. Das ist ja ziemlich genial, aber es ist auch ein großes Versprechen, wenn man das denn macht. Und genau dieses große Versprechen mache ich nicht, sondern ich möchte eher sagen, ja, die 5 Übungen haben das Potenzial, dein Ungleichgewicht aufzulösen und deine Gesundheit wiederherzustellen. Potenzial. Potenzial ist wie ein Same. Aber jetzt bleiben wir mal bei dem Bild mit dem Samen. Das heißt, die 5 Übungen sind wie ein Same. Die sind erstmal, man weiß noch nicht genau, was wird daraus. Wird daraus ein schönes Pflänzchen? Wird daraus neue Gesundheit? Oder passiert da nichts? Was muss ich jetzt mit dem Samen machen, mit den 5 Übungen des Wudang-Qigong? Und die Sache ist die, dass es sich bei dem Thema Gesundheit aus meiner Sicht immer um Wirkfaktoren handelt. Das heißt, wir müssen uns immer Wirkfaktoren angucken, die alles das, was unsere Gesundheit beeinflusst. Und wenn wir Qigong anfangen zu praktizieren, wir bleiben mal bei den 5 Übungen des Wudang-Qigong, wenn du die noch nicht kannst, dann sagst du, ja toll, der spricht immer von den 5 Übungen, ich kann die aber nicht. Unten, Link in der Beschreibung, 5 Tage Gratiskurs, keine Ausrede mehr, anfangen Qigong zu machen. Alle 5 Übungen werden da gelehrt. Du kannst auch nicht sagen, ich habe da aber nur 4, ich brauche aber 5. Alle komplett werden da gelehrt, also ab, hol ihn dir, lern die 5 Übungen, lohnt sich. Und jetzt ist aber die Frage, die 5 Übungen, die sind ein sehr starker, positiver Wirkfaktor. Das, aus meiner Sicht, kann ich dir voll und ganz versprechen. Das ist wirklich ein Wirkfaktor, der für viele Menschen so groß ist, dass wenn sie mit den 5 Übungen anfangen, wirklich ihre gesundheitlichen Probleme weggehen oder sehr viel besser werden. Bis hin sogar zu Partnerschaft, die besser wird, obwohl man nicht zusammen übt, nur einer übt Qigong. Oder. Das heißt, diese Wirkung von Qigong geht sehr weit. Die geht über das rein körperliche Gesünderwerden hinaus. Das könnte alles doch so schön sein, oder? Wo ist denn da der Haken? Zum Haken kommen wir jetzt. Denn das Leben bereitet ja uns auch noch andere Wirkfaktoren. Das heißt, Qigong ist ja nicht das Einzige, was wir erleben. Wenn wir täglich Qigong üben, ist Qigong nur sehr, sehr starke, konzentrierte Kraft, mit der wir uns beschäftigen und die wir nutzen. Aber jetzt kommen wir zur Schattenseite. Es gibt in unserem Leben, gerade wenn wir krank geworden sind schon oder wenn wir psychisch wirklich am Ende sind, dann gibt es in unserem Leben im Regelfall auch sehr negative Wirkfaktoren, zum Beispiel Stress auf der Arbeit oder Familienstress oder Partnerschaftsstreitereien, die chronisch schon sind, wo man sich innerlich abgewendet hat, aber noch in einem gleichen Haus lebt oder so. Aber es ist ein ständiger Stress, so eine innere Anspannung. Oder du nennst es, oder Ernährung, sehr ungesunde Verhaltensweise. Jeden Tag eine Flasche Wodka und eine halbe Flasche Wein und dann danach nur Chipstüten. Was anderes gibt es nicht zu essen. Kein Gemüse, gar nichts.
Ja, das heißt, zum Beispiel Ernährung ist einfach ein so großer Wirkfaktor, dass ich sagen würde, auf Dauer gesehen kannst du mit Qigong sehr viel machen, aber wenn deine Ernährung ganz schlecht ist, ich sag mal zum Beispiel, du verträgst keinen Zucker, dann kriegst du sofort entzündete Haut, der Dünndarm, der kommt darauf auch nicht klar und du merkst richtig, der ganze Organismus, der reagiert ganz allergisch auf Zucker. Ein Beispiel. Du liebst aber Zucker. Dann sagst du, okay, jetzt mache ich Qigong, kann ich wieder Zucker essen. Dann machst du Qigong und das wird vielleicht wirklich ein bisschen besser, aber die Hautprobleme, das Jucken und so weiter, geht nicht weg. Und jetzt kannst du sagen, okay, Qigong ist doch nicht so gut oder ist nicht stark genug, damit ich meine ganz ungesunden Verhaltensweisen beibehalten kann. Das heißt, ich würde dir immer empfehlen, ja, probier Qigong erst einmal aus, weil für dich ist ja jetzt auch die Frage, wirkt das bei dir und wenn es nicht wirkt, soll ich es denn überhaupt ausprobieren oder wie soll ich es herausfinden? Herausfinden tust du es, indem du, das ist mein Tipp für dich, indem du einfach anfängst mit der Übung und ich würde sagen, dass du mindestens 1 bis 3 Monate, 1 bis 3 Monate, regelmäßig, mit regelmäßig meine ich 5 bis 7 Mal die Woche, am besten täglich Qigong übst. Das kannst du hier wunderbar im Qigong Club machen, kannst auch in die Masterclass gehen, da haben wir auch 100 Tage Übungen, alles Mögliche. Lass dich unterstützen, wenn es dir zum Beispiel schwerfällt, dich selbst zu motivieren. Aber das sollte der erste Schritt sein und noch nicht der Gedanke daran, gibt es andere Wirkfaktoren, die das alles stören und so weiter, sondern ich sage erstmal, halt es einfach, keep it simple. Üb es 1 bis 3 Monate und guck, was ist dann von deinen Problematiken noch übrig. Und du wirst merken, es wird sich schon mal ganz viel, Himmel und Hölle werden in Bewegung gesetzt. Und vieles wird sich zum Positiven ändern. Aber es ist völlig normal, dass nach 3 Monaten, wenn du so ungefähr ein Gefühl dafür hast, was Qigong mit dir macht, dass du merkst, wow, ja, die Übungen sind super, aber alles konnte ich jetzt nicht wegzaubern. Es ist nicht einfach nur pure Magie. Und dann kann man. Da möchte ich dich zu ermuntern, dass du dann nicht in die Falle tappst und sagst, ja, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Qigong hat mir nicht geholfen, hat mir nichts gebracht. Qigong, nee, bei mir, anderen mag das geholfen haben, aber ich, nee, kann. Das war zwar ganz nett oder war auch mal entspannend, aber weswegen ich es angefangen habe, vielleicht Rückenschmerzen oder organische Probleme, das hat sich nicht aufgelöst. Da muss ich jetzt Yoga machen oder was anderes probieren. Da würde ich immer aus meiner Sicht sagen, behalte die 5 Übungen bei, die sind richtig genial, aber guck als nächstes, wo kannst du die Qigong-Übung unterstützen, dass die sich besser in dir entfalten können, dass die besser in dir wirken können, dass die Qigong-Übung besser arbeiten kann in dir. Und da sind dann solche Themen wie Ernährung oder natürlich auch mal Sport, Bewegung, dass man mal guckt, so wo sind Extreme in deinem Leben? Jedes Extrem, positiv wie negativ. Schreib das gerne mal auf den Zettel auf, zum Beispiel extremer Stress, extreme Stressfaktoren oder wo du selbst sagen würdest, was es sind von deinem Gefühl so die 3 bis 10 gesundheitsschädlichsten Faktoren, denen du jeden Tag ausgesetzt bist oder wo du sagst, so das ist echt, das tut mir nicht gut. Sei es wissentlich Gewohnheiten, die ich habe oder einfach Situationen, in die ich immer wieder komme auf der Arbeit oder so. Einfach schädliche Faktoren, etwas, was dir Energie nimmt, Kraft nimmt, was dich stresst oder wo du weißt, so bei Ernährung nur Chips fressen, da weißt du, okay, eigentlich ist das ungesund. Und das heißt nicht, dass du das alles sofort lassen sollst, sondern erstmal ein Bewusstsein schaffen. Das wäre mein Tipp. Und dann mal nach und nach, nicht alles auf einmal, sondern die Qigong-Übung weitermachen und nach mal einen Faktor austauschen, einen negativen Wirkungsfaktor oder mal Pause machen, in Urlaub fahren, mal 3 Wochen rauskommen und mal gucken, wird es dann sehr viel besser. Das heißt, da geht es sehr viel darum, damit Qigong funktionieren kann, dass du auch klarer wirst im Innern und Zusammenhänge erkennst, woher dein Zustand eigentlich genau kommt. Und das sind selten. Selten ist das nur ein Faktor, sondern meistens ist es so ein Cocktail aus 2, 3, 4 Faktoren, die deine Gesundheit dauerhaft schwächen, runterdrücken oder auch dein Immunsystem schwächen und du dann immer wieder Schwierigkeiten hast. Und selbst wenn du Qigong jeden Tag übst, wird es nicht viel besser. Und deswegen arbeiten wir beim Qigong auf Dauer, um jetzt zum Abschluss zu kommen, auf 2 Ebenen. Einmal die Ebene von der einen Seite Qigong üben, also mehr Energie aufbauen. Aber von der anderen Seite her auch zu gucken, die Dinge, die mir am meisten Kraft rauben, Energie kosten,
dass ich gucke, wie kann ich die mittel- und langfristig umstrukturieren, dass ich weniger Energie verbrauche. Und dann können die Qigong-Übungen noch besser arbeiten. Wie geil ist das denn, oder? Also, ich hoffe, ich konnte dir heute mit diesem Tipp ein bisschen mehr Klarheit verschaffen und würde mich freuen, wenn du es mal ausprobierst. Lohnt sich wirklich. Also, bis dann. Ciao.